Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind momentan daheim. Auf alle Fälle ist die Woche relativ voll. Wir werden diese Woche unser Leasingfahrzeug abgeben. Morgen müssen wir nach Landshut fahren. Das wird tatsächlich gar nicht so eine nahe Strecke. Und dann sind wir autolos, bis auf unseren Defender. Genau, das ist nämlich so auch einer der wichtigen Steps, wo wir sagen, hey, wir müssen Stück für Stück immer weniger haben und dann für Dezember. Ja, so langsam merken wir, es wird ernst und dass jetzt auch Stück für Stück, Schlag auf Schlag alles kommen muss, weil es ansonsten zeitlich einfach zu knapp wird. Und das endet jetzt einfach so ein bisschen zu früh noch, aber immer noch in Ordnung, dass wir uns später anders organisieren mit Zugfahren oder Fahrradfahren oder auch einfach bei bekannten Autos leihen. Ich meine, Autos stehen die größte Zeit eigentlich nur rum und da haben es auch schon meine Eltern bereit erklärt und haben gesagt, hey, wenn ihr ein Auto braucht, dann fragt einfach uns, dann können wir es uns ja teilen. Das finde ich eigentlich vom Konzept her mega, mega cool und da bin ich gespannt, wie wir uns da in der nahen Zukunft organisieren werden. Es braucht wahrscheinlich auch so ein bisschen Zeit, bis man sich da reingefuchst hat, aber bestimmt möglich. Aber jetzt ab in die Garage, Auto sauber machen, bevor wir es abgeben müssen. Nicht nur unser Auto hat eine Wäsche bekommen, sondern auch mein Motorrad. Dieses werde ich nun auch verkaufen, da ich es aufgrund unserer Reisepläne nicht mehr benötigen werde. Es fällt mir schon ein wenig schwer, es abzugeben. Jedoch ist es total unnötig, so lange einzulagern. Dann soll lieber jemand anderes dran Freude haben. Im Anschluss war dann unser Auto dran, damit wir es morgen im besten Zustand bei VW abgeben können. Morgen. Heute ist Autoabgabetag. Aber jetzt erstmal Daumen drücken und hoffen, Leute, dass beim Leasing nichts ist. Ich glaube, jeder von euch kennt es, wenn man schon mal ein Leasingfahrzeug hatte, dass man sich nur denkt, bitte lass nicht danach eine Rechnung von 10.000 Hacken oder so kommen. Das war übrigens unser Auto. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals im Vlog so richtig gezeigt hatten. Let's go. Let's go. Ich habe gerade die Snowboard-Bindung verkauft. Was? Ich verkaufe gerade ganz viel über Kleinanzeigen. Ja, es wird ernst. Das Auto ist weg. Wir haben richtig geschwitzt, weil Leasingfahrzeug, man hat so viele Horror-Stories. Aber wir haben das Auto echt gepflegt. Wir waren super vorsichtig die letzten 2 Jahre. Und Leute, 0 Euro. Null. Der Durchschnitt liegt, hat er gesagt. Wir sollen es nicht erschrecken. 1.500 bis 2.000 Euro. Ouch. Erster Tag ohne Auto. Fühlt sich komisch an. Ja. Zum Glück hat das gestern alles so mega gut geklappt. Das war ja auch so ein bisschen das Risiko. Gibt es da irgendwie noch Schaden oder ist irgendwas am Fahrzeug, was wir nicht wissen? Das kann ja auch passieren. Letzte Woche waren wir unterwegs in der Niederlande und eine Sache ist mir saukrass aufgefallen. Dass Niederlande verdammt schön ist. Das auch, aber dass ich auch einfach gar keine Kraft habe, um im Defender Camp zu gehen und dass ich ganz dringend wieder ganz, ganz viel Sport machen muss. Also damit ist es momentan schon ein riesiges Vorbild für mich. Oh. Hat halt auch echt viel recherchiert und für sich geschaut, was ihm gut tut, was seinem Körper hilft. Und dabei bin ich auf AG1 gestoßen. Das ist ein umfangreicher Mix aus Nährstoffen, aus Mikrobakterien, was der Körper eigentlich täglich braucht. Und schneller mal zu kurz kommen kann, besonders ja, wenn man noch unterwegs ist. Es ist auch ultra schwierig, gerade wenn man unterwegs ist, auch komplett auf die Ernährung. Wir achten da super drauf und versuchen schon super ausgiebig uns zu ernähren. Aber es ist halt einfach eine coole Ergänzung. Ich finde, man fühlt sich schon insgesamt, wenn man auch eine Regelmäßigkeit reinbringt, viel, viel besser. Auf jeden Fall. Ja. Zu einem auch Muskelregeneration, da unterstützt es auch. Mhm. Aber auch das Kognitive, also dass man konzentrierter bleibt, dass man einfach im Alltag auch mehr Energie und mehr Kraft hat. Ich finde es auch einfach mega praktisch, in den Alltag einzubinden. Also morgens mache ich es mir immer, gibt es so eine praktische Flasche, da kommt einfach ein Löffelchen von dem Pulver rein, mit Wasser schütteln. Finde es geschmacklich auch mega, mega gut und integriere es dann eigentlich meistens in Frühstück. Oder ich hatte es sogar beim Fahrradfahren, habe ich so gemacht, da habe ich mir eine Wasserflasche genommen und da hatte ich das so für das erste Stündchen, habe ich daran getrunken. Falls ihr Lust habt, euch bei AG1 umzuschauen, wir haben unten in der Infobox einen Link und ihr kriegt momentan auch nochmal ein exklusives Angebot von uns. Wenn ihr dann ein Abo abschließt, da kriegt ihr dann auch ganz bequem, das könnt ihr aber auch echt monatlich jederzeit kündigen, ohne Probleme, kriegt ihr dann einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und dann auch nochmal 5 Travel Packs, die ganz praktisch sind. Wir lieben alles, was fürs Reisen praktisch ist. Auf jeden Fall. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Wir werden jetzt aber erstmal zum Defender-Ausbau gehen. So ist es. Es geht weiter. Zurück an Defilino. Ich erkläre euch am besten mal, was jetzt der Plan ist und wie es weiter vorangeht. Wir fahren auch am Sonntag. Ich krieg die Tür mit einer Hand nicht auf. So. Voilà. So, jetzt auf. Nee, ja, hin und wenn du hast es eben gerade auch nicht aufbekommen. Tor? Gar nicht. Tor ist doch offen. Damian.
Also, nächster Plan ist der Hochschrank von hier. Später, wenn man die Tür aufmacht, wird man hier nur noch einen geraden, relativ geraden Hochschrank sehen. Wir werden hier einmal unsere Strom, also unsere Jackery-Box drin haben. Hier werden wir Stauraum haben und der Boiler ist hier drin ja schon verbaut. Hier kommt unsere Kühlbox und oben drüber haben wir dann einfach nochmal Stauraum. Der Hochschrank sieht dann von innen so aus, dass er dann bündig hier über der Toilette abschließt und dann ganz gerade nach oben geht. Aber was schneidest du jetzt zu? Hinten am Beifahrer, das ist die Platte hier, vom Popo, schneide ich 39 ab. Noch sind wir ein bisschen verwirrt, wir haben so viele Holzplatten, wir haben sie alle markiert eigentlich, damit wir auch optisch die richtige Seite wählen und die Maserungen später zueinander passen. Morgen aus Chaoshausen. Bei uns ist wieder das absolute Chaos ausgebrochen. Es liegt daran, dass gerade irgendwie wir so viel unterwegs sind, wir so viel das gleichzeitig machen, wir ausräumen, einräumen. Und deswegen leben wir jetzt einfach mit dem Chaos. Wir müssen uns damit anfreunden. Hallo Damian, ich bin das Chaos. Hallo Sophia, ich bin das Chaos. Wir sind jetzt Freunde für die nächsten Monate. Weil es so wie Chaos ist, geht Damian jetzt erstmal Sport machen. Ja, weil ich keinen Bock auf Chaos. Aber dann holst du bitte das Auto und dann können wir das schon mal wegbringen. So machen wir das. Aber ich gehe erstmal Sport machen. Fertig mit Sport, ab wieder zum Defender. Hier habe ich also vier wiedergefunden. Ja, das Schöne ist, wir kommen am Sonntag wieder in den Genuss, mit dem Defender loszuziehen. Dann geht's ab Richtung Polen, also erstmal nach Cottbus, nach Forst. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr länger dabei seid. Dann wisst ihr, dass wir dort, ne? Pop-Up-Store hatten wir schon, SMA-Zuschnitt, aber erklären wir dann alles, wenn wir los sind. Aber dann geht's anschließend weiter zu meiner Oma nach Polen. Die besuchen wir noch. Und auch dann im Anschluss kommt das nächste Highlight. Ja, dann weil geht's wir rüber. Mal wieder ganz kurz. Hey, das wiederholt sich dann bei uns. Total. Jedes Mal, wir sind länger unterwegs, dann sind wir plötzlich zurück und dann haben wir so Forst oder Polen. Wir kommen immer aus dem Osten und dann so ein paar Stündchen unser Flug nach Menorca geht. Stimmt. Und dann sind wir wieder am Mittelmeer bei Sophias Opa, können wieder Bötchen fahren und die Sonne genießen. Das ist einfach super, super schön dort. Opa-Action in Menorca. Ja, wir sind so gerne dort. Und Sophias Mama ist dann auch da mit ihrem Freund. Dass wir jetzt erstmal weitermachen, Ordnung machen. Es muss ja auch losgehen, sonst passiert hier gar nichts. Guten Abend. Es ist mittlerweile Samstagabend und wir packen eben gerade alles so gut es geht in den Defender rein. Momentaner Zustand, immer kaum zu glauben. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon die fünfte Box oder so, die ich mitgenommen habe. Alles voll mit Küchenkram. Unter anderem hier auch einmal so Campinggeschirr, was wir austesten werden. Hier hoffe ich, dass ich unsere ganze Kleidung reinkriege. Ich werde auch gleich nochmal hier ein bisschen was ausmessen. Wir haben nämlich einen super coolen Beamer und der klappt zu Hause schon richtig, richtig gut. Den werden wir jetzt mitnehmen und einfach mal testen. Wir wissen noch nicht, ob wir den dann auf die lange Reise mitnehmen werden, aber auf jeden Fall etwas, was wir gut aufbewahren werden, weil wir haben die letzten Jahre ja immer ohne Fernseher gelebt und das ist tatsächlich voll die geile Alternative. Hier drin könnte es tatsächlich auch ganz gut funktionieren, deswegen messe ich gleich mal aus, was ich für eine Größe an weißem Stoff brauche. Das könnten wir nämlich dann später so ein bisschen klemmen und vielleicht können wir die nächsten Tage so ein bisschen Movie Night was machen, wenn das Wetter nicht so stimmt. Who knows? Angekommen an dem Stellplatz für heute. Das Schöne daran, man kann hier sogar stehen, ganz in Ordnung. Man zahlt 10 Euro für 24 Stunden und kann dann auch direkt die Kategorie Camper und Van und Wohnmobil
auswählen, was wir ganz cool finden, weil wir tatsächlich schon zum dritten Mal hier stehen. Und wir haben uns schon überlegt, hey, das wäre so cool, wenn man halt, wenn die Gemeinde da halt auch ein bisschen, ja, was mit dran verdienen kann, weil hier wirklich immer etliche Wohnmobile und Camper standen. Und wir finden es völlig in Ordnung, da zahlen wir auch gerne die 10 Euro und freuen uns, dass wir so einen wunderschönen Platz haben und hier eigentlich bis auf noch einen weiteren Autocamper komplett alleine sind. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Es ist wirklich traumhaft schön und wir sind richtig froh, wieder hier sein zu können, auch wenn es nur bis morgen früh ist. Hier steht unser Wagen. Damien hat sich jetzt hier erstmal gemütlich gemacht. Er schneidet momentan genau den Block, den ich eben gerade hier noch finalisiere. Ich höre auch nichts. Er hört nichts, genau. Das ist eben gerade AirPods, finde ich übrigens mega. Ich bin ein riesen Fan von den AirPods Pro. Damien habe ich auch angesteckt. Am Anfang war voll anti, aber jetzt feiert das auch. Das ist die Aussicht, die er dabei hat. Ich würde sagen, ein absoluter Traum. Die Sonne geht eben gerade da unter. Das heißt, morgen früh geht sie da auf. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz rein. Ich zeige euch mal, wie ich das Bett aufgebaut habe. Wir campen ja noch so ein bisschen provisorisch. Man könnte schon fast meinen, der Ausbau reicht doch so völlig aus. Aber es fehlt natürlich noch einiges. Ja, die ganze Bank und sowas. Wir freuen uns, wenn es dann endlich finalisiert ist, weil so langsam haben wir auch Lust, nach so langer Zeit das Ganze zu beenden. So, Bett habe ich aufgebaut. So sieht das Ganze aus. Jetzt sieht man es noch einen Ticken besser. Super gemütlich. Und auch die Aussicht von hier ist ein absoluter Traum. Und wir genießen den Platz sehr. Vor allem diese Ruhe, mit der wir an einem Sonntag absolut niemals gerechnet hätten. Jetzt machen wir es erstmal ready, weil es nämlich schon fast 8 Uhr. Morgen geht es nämlich weiter nach Forst, wo ja der Zuschnitt von Estelle Mar ist. Und danach geht es auch weiter nach Polen in die Näherei. Und daher würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle den Vlog, weil der nächste wird auf jeden Fall noch vollgepackt mit ganz viel coolen Defender-Abenteuer. Und wir fallen, keine Ahnung, wie es werden wird. Ich bin total gespannt. Freue mich sehr drauf. Ihr findet alle Informationen unten in der Infobox und natürlich auch der Link zu unserem exklusiven AG1-Angebot. Schaut da sehr, sehr gerne rein. Wir haben auch nochmal AG1 mit dabei und sind echt super begeistert, weil es halt einfach super überzeugend und praktisch ist, dass man halt alles in diesem Pulver hat. Und wir fühlen uns auch insgesamt viel, viel ausgeglichener in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht merkt ihr das auch. Das liegt einfach an so vielen Aspekten am Sport, an den richtigen Supplements, an der richtigen Balance, die man einfach für sich nochmal findet. Und von daher wünschen wir euch an dieser Stelle auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Und hier verlinken wir euch den letzten Vlog. Klickt da sehr gerne rein. Hier unten könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.